Hallo Ali, heute gibt es mal Erdbeeren Romanow-Art. Das ist eine sehr leckere Variante, die ist hier mit Grand Marnier, das ist dem Original entsprechend, kann man aber auch durch Orangensaft ersetzen. Dafür benötige ich heute Erdbeeren, das sind hier guten Pfund, also so 600 Gramm waren das ungefähr. Dann 2 Esslöffel Puderzucker, dann abweichend vom Original etwas gehackte Pistazie, ein wenig Vanilleeis, Grand Marnier ganz wichtig. Und Schlagsahne, die werde ich mir gleich aufschlagen und dann habe ich hier noch ein bisschen Zitronenmelisse für die Dekoration. Als erstes werden die Erdbeeren dann geschnitten. Das heißt, ich mache hier oben das Grüne ab. Schneide sie dann einmal so durch. Ja, das ist groß genug oder klein genug. Da muss man gucken, wie man das gerne mag. Ja, man kann sie also auch durchaus nochmal durchschneiden. Hat dann halt solche Stückchen. Das ist Geschmackssache. Ich gebe dann zu den geschnittenen Erdbeeren den Puderzucker, so 1,5 bis 2 Esslöffel. Ja, da kann man, wenn man hat, natürlich auch so ein schönes Sieb benutzen. Dann gebe ich jetzt hier mein Grand Marnier dazu. Das sind jetzt hier 2,5 Zentiliter gewesen. Man kann also auch 4 Zentiliter nehmen. Man muss halt gucken, wie man es mag. Wenn Kinder dabei sind, natürlich mit Orangensaft. Das Ganze jetzt erstmal schon mal so schon ein bisschen durchmischen. Ja, der Puderzucker, der wird sich gleich dann nochmal gut verteilen und auflösen. Das Ganze stelle ich jetzt erstmal noch einen Moment kühl. Und werde mir dann in der Zwischenzeit schon mal die Sahne steif schlagen. Die Erdbeeren konnten jetzt also eine Viertelstunde ziehen. Sehr viel länger sollte man sie auch gar nicht ziehen lassen, sonst geben sie zu viel Saft ab. Dann habe ich mir hier schon mal meine Sahne geschlagen und habe die in so einem Gefrierbeutel gemacht. Ich finde meinen Spritzbeutel irgendwie nicht mehr. Und damit beginne ich jetzt auch. Ja, mit diesem Beutelchen, das sieht dann immer noch ein bisschen eleganter aus, als wenn man es einfach so mit einem Löffel auftut. Als nächstes kommt meine Kugel Eis. Die lege ich hier vor. Hopp, so. Und dann gebe ich auch schon die Erdbeeren dazu. Ich mische das noch einmal schön durch, dass überall noch ein bisschen vom Saft dran ist. Und die Erdbeeren gebe ich dann hier unten rum. Das darf ruhig wieder ein bisschen auf den Rand tropfen, das macht nichts. Also schon mal ein wunderbarer Duft. Und ich weiß ja auch, dass es ein wunderbarer Geschmack ist. So, dann gebe ich hier jetzt noch ein bisschen von meinen Pistazien rüber. Halt, ich muss natürlich noch ein bisschen Saft an den Rand geben. Viel Saft haben sie nicht gegeben. Ein bisschen gebe ich auch noch hier rüber. Pistazien an den Rand. Die halten einfach besser, wenn da so ein bisschen vom klebrigen Saft dran ist. So, und dann kommt noch ein bisschen Zitronenmelisse dazu. Und so werde ich das Ganze jetzt servieren. Man kann auch gerne noch ein Gläschen Grand Marnier dazu trinken. Schadet auch nichts. Ich wünsche guten Appetit, viel Spaß beim eventuellen Nachmachen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!